Wir können Petitionen noch und noch machen, aber wir können die Gesetze nicht ändern, weil wir ja außen stehen. Und wir müssen, um Gesetze zu ändern, das Leben zu verbessern, müssen wir eben das Stimmrecht haben. Deshalb auch der Titel dieses Buches. Shirley Reeve sagt uns, dass man nicht aufgeben darf, dass man mit den Gegebenheiten rechnen muss, aber sie immer wieder zu ändern versucht, und zwar im Sinne der Menschheit, wie sie das genannt haben. Shirley Reeve war eine unglaubliche Frau, sie hatte 13 Kinder, ihr Mann starb relativ früh, sie musste dann jahrelang vor Gericht streiten, um überhaupt die Lebensversicherung zu bekommen. Sie hat sich dann einen neuen Beruf gesucht, erarbeitet, sie wurde dann Buchhaltungslehrerin, und nur schon diese Persönlichkeit hat mich fasziniert. Ich meine, das ist ja ungeheuerlich, was die geleistet hat. Man sollte endlich aufhören, den Frauen vorzurechnen, dass sie das Frauenstimm- und Wahlrecht so spät hatten. Die Frauen haben, anders als im Ausland, eine lange, eigenständige Geschichte und eine siegreiche Geschichte. Sie haben es ja geschafft. Warum haben Sie sich ausgerechnet für Shirley Reeve als die zentrale Figur in Ihrem Buch entschieden? Shirley Reeve war da wirklich mittendrin, und weil sie eben selber die Ungerechtigkeiten am eigenen Leib erfahren hat, weil sie selber als Witwe gemerkt hat, was das ist, wenn der Ernährer quasi wegfällt, fand ich, war sie eben die gegebene Frau.